Hallo liebe Dino-Freunde, heute in diesem Video schauen wir uns Dr. Ian Malcolm ebenfalls aus der 1993er Classic Collection an und was in diesem Set enthalten ist und wie die Figuren sich im Vergleich zu den Vintage-Figuren schlagen, das zeige ich euch jetzt. Los geht's! Ähnlich wie bei Alan Grant ist auch Ian Malcolm im klassischen Design umgesetzt worden. Hoch hinaus, Dr. Ian Malcolm! Ob der Dilophosaurus dem Ian Malcolm entkommen kann? Nur echt mit dem Jurassic Park Logo. Dr. Ian Malcolm Glider Escape Pack. Und auch ein weiteres Jungtier hat es mit in dieses Set geschafft. Exklusiv in der 1993er Classic Collection. Fehlt eigentlich nur noch der Spruch, wenn es nicht Jurassic Park ist, dann ist es ausgestorben. Und hier nochmal die Oberseite, hier könnt ihr sehen, dass das Set auch für den europäischen Markt gedacht ist. Unter anderem steht es auch auf Deutsch drauf. Hier findet ihr nochmal den kompletten Inhalt aus diesem Set. Und hier nochmal die Rückseite dieser schönen Box. Dr. Ian Malcolm hat hier allerhand zu tun mit dem Dilophosaurus und dem Triceratops. Auch hier gibt es wieder im klassischen Design einen Projektilwerfer. Ganz nostalgisch mit viel Capture Gear. Die anderen Sets aus der 93er Serie, das mittlere Set mit Alan Grant, haben wir uns bereits schon angesehen. Auch wenn dieses Set sehr schön ist, machen wir es jetzt endlich auf. Ganz einfach hier an der Seite wieder wird das Ganze aufgeschnitten und dann gucken wir mal uns den Inhalt an. Wie bei Dr. Alan Grant. Oh, was schaut denn hier raus? Hier ist sogar noch eine Beschreibung. Vielleicht hat man die in dem anderen Set vergessen. Auf jeden Fall sieht es genauso aus wie bei Dr. Alan Grant. Wir haben hier ebenfalls wieder ein Pub-Inlay, in dem die ganzen Teile drin liegen. Und insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beutel. Fangen wir mit dem ersten Beutel an. Ich nehme hier mal das größte Beutelchen. Und hier drin befindet sich, Mattel setzt es fort, der Dilophosaurus. Ebenfalls wieder mit einem Plastiktray, was ich wirklich gut finde. Also, raus mit dir, der Dilophosaurus, den schauen wir uns gleich im Detail an. Machen wir das nächste Tütchen auf. Mal schauen, welches Figürchen sich hier drin befindet. Ah, der Held der Geschichte. Dr. Ian Malcolm in seiner ganz speziellen... Oh, man hat ihm die Brille verkehrt rum aufgesetzt. Also ja, man kann ihm auch die Brille abnehmen. Ja, unser zuständiger Mitarbeiter hat hier wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt oder es war einfach Montag. Machen wir weiter mit dem nächsten Beutelchen. Schauen, was sich hier drin befindet. Ah, hier drin befindet sich, Trommelwirbel, der kleine Baby Triceratops in der grünen Variante. Sehr gut. Dann haben wir noch ein größeres Beutelchen. Ah, hier kommt das ganze Zubehör zum Vorschein. Darauf werfen wir auch gleich einen detaillierten Blick. Und dann haben wir noch ein Beutelchen. Und darin befindet sich das Rückteil vom Gleiter. Und zu guter Letzt, hier befindet sich der Werfer drin. Okay, damit hätten wir erstmal alle Teile rausgefischt. Beginnen wir mit der kleinsten Figur, dem Baby Triceratops. Dieser ist in einem dunklen Kunststoff gegossen und hat auch ein wenig Farbe abbekommen. Die Bemalung beschränkt sich hier auf den Kopf, was aber bei der Größe durchaus verkraftbar ist. Leider wurde die Unterseite nicht bemalt, was bei der Vintage-Vorlage ganz anders war. Die Vorlage für den Triceratops hat nämlich eine helle Bauchbemalung gehabt. Hier ist der kleine Baby Triceratops, der aus The Lost World stammt. Hier hat man die Unterseite in weiß bemalt, was man sich bei der neuen Variante gespart hat. Und hier nochmal im Vergleich die alte und die neue Variante. Zumindest hat unsere neue Variante Farbe am Kopf und an den Hörnern bekommen, was die alte Variante nicht hatte. Passend zu diesem Jungtier gibt es ein Capture Gear, diesen Tragegriff. Auch hier hat man wieder die Ränder mit Polstern ausgestattet, die allerdings nicht bemalt wurden. Das Ganze lässt sich auch einfach montieren, ihr nehmt einfach dieses Teil, klickt es auf den Dino drauf und dann könnt ihr ihn schon mitnehmen. Ein Dino to go quasi. Kommen wir nun zum Hauptcharakter aus diesem Set, Dr. Ian Malcolm. Unser geliebter Chaos-Theoretiker verfügt über eine abnehmbare Brille. Standardmäßig ist Dr. Ian Malcolm in Schwarz gekleidet. Zum Schutz seiner Hände hat er Handschuhe bekommen. Die Beine sind farblich überhaupt nicht abgesetzt, alles in Schwarz gegossen. Aber immerhin hat man ihn seine Gürtelschnalle in Silber bemalt. Auf der Rückseite finden wir ein Loch, mithilfe dessen wir das Zubehör befestigen können. Und auf der rechten Seite nochmal Dr. Ian Malcolm aus der Hammond Collection. Wie auch bei Dr. Alan Grant
Moment unterscheiden sich auch die Gesichter wieder voneinander. Ich habe hier allerdings keinen klaren Favoriten. Agent Ian Malcolm im Doppelpack. Und hier nochmal die Unterschiede zwischen Hammond Collection und 93er Collection. Ihr könnt sehen, auf der linken Seite sind die Details wesentlich gröber umgesetzt als bei der Hammond Collection auf der rechten Seite. Wobei man bei der 93er Serie auch sehr gut die Details ablesen kann. Werfen wir nun einen Blick auf das Zubehör von Dr. Ian Malcolm. Schauen wir uns zuerst den Gleiter an, diesen müssen wir jedoch zuerst mal zusammenbauen. Das geht auch ganz einfach, wir haben hier einfach diesen Rucksack und an diesem Rucksack befinden sich links und rechts jeweils Schlitze, in die man diese Teile stecken kann. Man kann das eigentlich auch gar nicht falsch machen, denn wir haben hier solche Plastiknasen. Und wenn man diese Plastiknasen richtig einführt, dann sollte das Ganze auch einrasten. Also ich habe hier offensichtlich eine falsche Variante und bei meinem Pack habe ich hier leider zweimal den linken Flügel. Ich denke, ganz unabhängig davon, das sollte aber trotzdem reingehen, denn ihr seht es hier, wir haben hier diese Aussparung und wenn man das hier reinsteckt, dann ist das sozusagen vorgegeben. Ja, wenn Mattel das richtig verpacken würde, dann würde das auch alles so passen. Ja, es geht auch so, aber na gut, fürs Review reicht's schon. Damit hätten wir den Gleiter zusammengebaut und können uns den mal im Detail anschauen. Auf der Rückseite haben wir so eine Art grünes Triebwerk oder grüne Packs, in denen irgendetwas transportiert wird. Was das genau sein soll, tja, das weiß wahrscheinlich nur Mattel. Wobei das Grüne von den Figuren von der Vintage-Version ebenfalls inspiriert wurde. Der Rucksack weist auch sehr viele Details auf und verfügt über diese Nocke, die wir Ian Malcolm in den Rücken stecken können. So, jetzt wollen wir das Ganze mal Ian Malcolm anlegen. Dafür kann man hier die eine Seite rausziehen. Beziehungsweise vielleicht ist das ja auch einfach nur abgegangen bei mir, beziehungsweise nicht richtig angeklebt. Das kann ich euch nicht sagen, aber ich denke mal, das soll so sein. Und dann stecken wir einfach den Arm hier rein. Und hier auf der Rückseite haben wir dieses Pinökel, das müsst ihr hier reinstecken. Dann hält das Ganze auch zuverlässig. Und damit wäre Ian Malcolm schon ausgestattet. Natürlich hat sich auch Mattel das wieder von den Kennerfiguren abgeschaut, denn Mattel hat sich von diesem Set inspirieren lassen, der Delta Gleiterflieger. Hier gab es ebenfalls einen Ian Malcolm, der mit diesem Gleiter ausgestattet war, allerdings war dieses Teil aus Stoff. Hier könnt ihr jetzt nochmal den Gleiter aus meiner Kindheit sehen. Ich will es bloß mal kurz zeigen, wie das Ganze aufgebaut war. Man konnte das Ganze hier zusammenklappen und unten einrasten und auf der anderen Seite genauso. Wie gesagt, das ganze Teil ist schon etwas älter hier. Ich habe damals schon Ansätze zum Customizen gehabt. Ich habe hier mit einem Edding damals als Kind das Ganze in schwarz bemalt, damit es etwas besser aussieht. Hier hattet ihr die Befestigung, hier konnte die Figur reingesteckt werden. Das ist alles schon ein wenig locker hier bei meiner alten Figur. Und hier auf der Oberseite habt ihr einen Knopf gehabt. Wenn man diesen gedrückt hat, dann ja, konnten die Flügel ausgeklappt werden. Und eben von diesem Gleiter hat Mattel sich ebenfalls inspirieren lassen. Selbst die Form ist relativ ähnlich. Also absolut vintage diese Figur. Und hier wieder alt versus neu. Werfen wir nun einen Blick auf den Projektilwerfer. Das Projektil hat Ähnlichkeit mit einer Rakete und ist hier in einem hellen Grün umgesetzt worden. Leider ist es innen hohl, was ich sehr schade finde. Schauen wir uns nun den hochtechnologischen Werfer selber an. Dieser verfügt über sehr viele Details und wirkt sehr modern. Technik vom Feinsten, nicht schlecht. Auch dieser Werfer verfügt natürlich wieder über einen Griff, den wir der Figur in die Hand drücken können. Nun aber zum Funktionstest. Wir bauen das Ganze hier wieder zusammen. Ihr habt hier übrigens wieder eine Führung. Ihr könnt das Ganze nicht falsch rum reinstecken. Der Abzug befindet sich hier vorn. Diese unscheinbare Taste ist der Abzug. Unser kleiner Baby-Dino dient mal als Ziel. Funktioniert. Und mit etwas Geschick kann Dr. Ian Malcolm diese Waffe auch tragen. Werfen wir nun einen Blick auf den mitgelieferten Dilophosaurus. Ähnlich wie die Vintage-Vorlage ist auch diese Figur in Grün umgesetzt. Die Figur verfügt über eine sehr spärliche Bemalung auf der Seite. Der doppelte Kamm auf dem Kopf wurde hier interessant umgesetzt und ist meiner Meinung nach eine gute Alternative zum bestehenden Dilophosaurus. Im Gegensatz zu vielen anderen Figuren wurde hier der Kragen als geschlossene Variante dargestellt. Abgesehen von der Hammond Collection ist diese das erste Modell, was das Maul überhaupt öffnen kann. Hier im Vergleich der Dilophosaurus aus der Dominion-Serie. Ihr könnt sehen, dass der Unterkiefer feststehend ist, was bei der neuen Figur erstmalig beweglich ist. Und hier nochmal der Größenvergleich zwischen den beiden Modellen. Und das ist sein Vorbild, der Dilophosaurus von 1993.
Auch bei der Farbgestaltung kann man eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Dieses Modell verfügte über ein Action-Feature, indem man einfach hier auf den Bauch drückt, konnte man die Figur in ein Wasserglas halten, diese mit Wasser vollsaugen lassen und wenn man dann hier wieder drauf gedrückt hat, dann sprühte der Dilophosaurus Wasser. Wenn die Figuren so nebeneinander stehen, dann kann man schon eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Nur hat Kenner damals deutlich mehr Farbe eingesetzt als Mattel heutzutage. Werfen wir nun einen Blick auf das beigepackte Capture Gear. Der in Anführungszeichen Helm hat hier auch einiges an Details bekommen. Die beigefügten Ketten stehen ein wenig ab und erinnern ein wenig an, ja, einen Stern oder an ein Kreuz. Dieser Helm wurde übrigens aus einer Art Gummi hergestellt, also das ist kein Kunststoff und hat einfach den Hintergrund, dass wir hier ja diesen Kamm haben und wenn wir den anlegen, dann müssen wir hier das Ganze ein wenig drüber schieben und drücken, dabei verformt sich das Ganze. Deswegen ist es gut, dass man das hier aus einem gummiartigen Material umgesetzt hat. Damit wäre jetzt auch schon der Helm angelegt. Jetzt kommen wir mal hier zu den Fußketten. Die werden einfach hier angesteckt, angeklickt und auch hier an den Armen rangesteckt. Und damit wäre unser Dilophosaurus auch schon gefangen. Das war also Dr. Ian Malcolm und der Dilophosaurus. Und im nächsten Video schauen wir uns dieses Set an, welches von Mattel veröffentlicht wurde, welches bei Kenner in der Prototypenphase gestorben ist. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs Toys and Merchandise. Macht's gut, euer Dino-Nerd. Tschüss.